sagen, warum bei dir nichts läuft? Okay, sag's mir. Weil du eine zu kleine Nummer bist. Gut, dann bin ich eine zu kleine Nummer. Und, bist du eine große? Nein. Aber ich war mal eine. Mit Handtaschen habe ich mich nicht abgegeben. Ja, das tut, das sieht gleich danach aus. Das, wer dich sieht, der hält gleich sein Portemonnaie fest. Tu mir einen Gefallen, hau ab. Okay. Warum bin ich eine zu kleine Nummer? Ich bin genau das, was mir Spaß macht. Ich mag Handtaschen. Ich sagte, sie ziehen mich magisch an. Was hast denn du gemacht? Einbrüche. Hast du schon mal gesehen, wo du hier bist? Umgeben von Villen. Eine schöner als die andere. Wunderschöne Häuser. Und einige, die leer sind, weil Ferienzeit ist. Und noch etwas. Es ist echt spannend, wie du hineinkommst. Das ist wie ein unsichtbarer Gegner. Jeder Schritt, den du überlegen musst, du darfst keinen Fehler machen. Hast du nie einen gemacht? Ach ja, hab ich Fehler gemacht. Das hat mich 8 Jahre gekostet. Eingebracht hat mir das letzten Endes gar nichts. Warum erzählst du mir das eigentlich? Weil du ja mehr Glück haben kannst. Jetzt ist mit mir nichts mehr los. Aber ich habe eine Menge Erfahrung. Und du bist genau der Typ, an den ich die loswerden kann. Du musst die Straßen nur geradeaus fahren. Immer am Kanal entlang. Ein Haus, ich sag dir, super reich. Und seit 4 Tagen dunkel, die Jalousien sind herunter, die Leute verreist. Das ist der... Keine Namen, das war abgemacht. Gut, keine Namen. Das ist unser Mann also. Guten Abend. Und keine Sorge, wir können ganz offen miteinander reden. Er bezahlt Sie. Hört sich gut an. Können wir zur Sache kommen? Ja, bitte. Der Mann, um den es geht, kommt morgen um 1.30 Uhr mit dem Zug aus Frankfurt. Ich werde ihn abholen. Er kennt nur mich. Und er soll und will niemand anderen kennenlernen. Der Mann ist sehr unsicher, nur interessiert daran, das Geschäft abzuwickeln. Könnte sein, dass er nicht normal reagiert. Interessant für Sie? Ja. Ich habe ein Zimmer reserviert in einem Hotel. Das Beste wäre es, wenn es im Hotel geschehe. Kurz vor 3 Uhr. Um 3 Uhr bin ich mit ihm verabredet. Was halten Sie davon? Hotel ist nicht sehr gut. Aber ich habe auch nichts dagegen. Worauf kommt es an? Er hat eine Mappe bei sich mit Papieren. Auf die kommt es an. Und nur auf die. Es ist nicht nötig, Ihnen genau zu erklären, worum es sich dabei handelt. Begriffen? Völlig. Und der Mann muss tot sein. Er darf keine Gelegenheit haben, nachher noch irgendjemandem irgendetwas zu sagen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt sind Sie dran. Wie groß ist dieser Mann? Wie groß und welches Gewicht ungefähr? 1,70 Kilo. Sein Name? Professor Dr. Siebach. Und wie alt? Wie alt? Ungefähr. Mitte 60. Der Name des Hotels und die Zimmernummer. Kriegen Sie alles. Was für einen Eindruck hast du? Ich weiß nicht. Mich hat's gefroren. Und? Spricht das nicht für ihn? Er tut, was wir von ihm verlangen. Wir bekommen eine Sache für 50.000 statt für 2 Millionen, die wir außerdem gar nicht haben. Ich weiß nicht, was ein besseres Geschäft ist. Und zurück? Na? Hübsche Häuser da? Soll ich dir mal was sagen? Du kannst mich mal mit deinen hübschen Häusern. Warum bist du denn so aufgeregt? Wieso bin ich aufgeregt? Weil ich sehe. Na gut, dann bin ich eben aufgeregt, weil es mir Spaß macht. Nun zufrieden? So, und jetzt hau ab, ich leg mich hin. München, Hamburg, Gleis 19, Verkehrssteigend, Zug endet hier.
Abfahrt 11.19 von Gleis 27. Ja, alles besprochen. Es ist wichtig, dass man uns nicht zusammen sieht. Ich habe ja gesagt, ich habe es verstanden. Ich meine, wir gehen nicht zusammen hinaus. Ja, Vater. Es geht darum, dass niemand behaupten kann, du hättest doch nur das Geringste damit zu tun. Ich weiß es ja. Ich nehme jetzt ein Taxi, fahre dann mit in mein Hotel und später treffen wir uns dann in deinem Hotel, okay? Schönen Aufenthalt. Danke Ihnen schön, danke. Hallo? Kann ich sprechen? Bist du allein? Ich habe dich doch gebeten, nicht anzurufen. Ja, ich weiß. Bitte entschuldige, aber ich hatte plötzlich Angst bekommen. Ist alles in Ordnung? Ja. Hast du den Mann getroffen? Ja, alles in Ordnung. Es sieht gut aus. Es sind seriöse Leute. Dann bleibt es also bei 3 Uhr. Ja. Ist sonst noch was? Also dann. Bis später in deinem Hotel. Was machen Sie da? Wie, was ich mache? Ja, was stehen Sie da? Ich stehe da, weil ich da stehe. Wissen Sie mal, warum Sie da stehen, wo Sie stehen? Würden Sie mir vielleicht sagen, was Sie da wollen? Ich möchte Professor Siebach sprechen. Professor Siebach? Sie haben mich gefragt, was ich will, und ich sag's Ihnen. Wohnt er hier im Hotel? Angekommen aus Frankfurt um 1.30 Uhr. Und was wollen Sie von Herrn Professor Siebach? Was ich will. Wollen Sie Herrn Professor Siebach belästigen? Belästigen? Ich weiß nicht, ob man das belästigen nennen kann. Sie können da hinten hochrufen, Nummer 3025. Ja, bitte? Room Service. Ich habe Sie nicht gerufen. Ist da was passiert? Keine Ahnung. Polizei ist da. Ein Mord? Wie kommst du denn auf Mord? Wieso? Irgendwie gehört das doch zusammen. Was gehört zusammen? Polizei und Mord. Das ist doch ganz natürlich. Jedenfalls sehe ich das so. Verschwinde. Ich sagte doch schon, mein Vater hatte eine geschäftliche Besprechung, die vertraulich war. Aus diesem Grund sagte ich zu ihm, mach du deine Geschäfte, ich will dich dabei nicht stören. Ja gut, aber ich meine, wieso ein anderes Hotel? Tja, ich finde, die Frage sollten Sie schon beantworten. Bitte muss ich das jetzt wiederholen. Es war alles sehr vertraulich, eine schwierige Verhandlung. Mein Vater sollte sich völlig frei fühlen, so als sei ich überhaupt nicht da. Mein Gott, ist denn das so schwer zu verstehen? Mit wem hat sich Ihr Vater getroffen? Das weiß ich nicht. Über seine Geschäfte haben wir nie gesprochen. Was macht Ihr Vater beruflich? Er war Physiker. Er leitete eine Forschungsabteilung in Frankfurt. Mit wem er sich getroffen hat, das weiß ich nicht wirklich. Glauben Sie mir, ich habe keine Ahnung. Kann ich mal stören? Dieser Mann vom Empfang kann eine wichtige Aussage machen. Haben Sie mal Feuer? Haben Sie selber keins? War doch nur eine Frage. Also, er wollte unbedingt Professor Siebach sprechen. Ja, ich wollte wissen, warum, aber das sagte er nicht. Ich gab ihm die Zimmernummer. Können Sie den jungen Mann beschreiben? Ja, wie die halt aussehen. Jeans, Turnschuhe. Ja, so eine grau-grüne Jacke hat er angehabt, ja. Ach ja, und besonders kurze Haare.
Noch etwas. Er sagte, Professor Siebach ist mit dem Zug aus Frankfurt gekommen. Um 1.30 Uhr. Sind Sie mit dem Zug gekommen? 13.30 Uhr? Ja. Und dieser junge Mann, von dem hier die Rede ist, das sagt Ihnen gar nichts? Nein. Hä? Nee? Ich sehe, man hört hier gar nichts. Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, man sieht dich ja heute gar nicht. Na und? Ich war eben unterwegs. Ist das was Besonderes? Bin ich doch immer. Weißt du doch, dass ich nicht zu den Leuten gehöre, die auf dem Hintern sitzen bleiben. Ich schwöre rum. Weißt du, wie du ausschaust? Als ob sie dich heute erwischt hätten. Ich hoffe, dass sie mir vielleicht jetzt das sagen, was sie mir bisher verschwiegen haben. Verschwiegen? Ja, da bin ich ganz sicher. Ich hoffe, vielleicht haben Sie darüber nachgedacht. Worüber? Ja, vielleicht darüber, ob das richtig ist. Schauen Sie, Sie verschweigen mir etwas. Wem nützen Sie damit? Dem Mörder. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das Ihre Absicht ist. Sie haben recht. Ich denke ununterbrochen darüber nach. Ich will nicht den Mörder schützen, sondern meinen Vater. Mein Vater wollte Forschungsergebnisse verkaufen. Seine eigenen, verstehen Sie? Die das Ergebnis seiner ganz persönlichen Arbeit waren. Mhm. Er wollte verkaufen. Ja, privat verkaufen. Was er natürlich nach seinem Vertrag gar nicht durfte. Er war Angestellter einer Firma mit einem Gehalt, das seiner Begabung überhaupt nicht entsprach. Aber das war nicht der eigentliche Grund. Er wollte sich selbstständig machen, eigene Forschung finanzieren, Forschung auf einem Gebiete. Für ihn wichtig, für niemanden sonst, weil kein Nutzen ersichtlich war. Sie wissen ja selber, wo kein Nutzen ersichtlich ist, da gibt es auch keine Finanzierung. An wen wollte er seine Forschungsergebnisse verkaufen? Ja, das weiß ich eben nicht. Er hat es mir nie gesagt. Er sagte, halt du dich da raus, das ist meine Sache. Und wenn von Schuld die Rede sein sollte, dann ist es meine. Meine ganz allein. Darf ich die mal haben? Natürlich darfst du sie haben. 70 Pfennig. Und mal reingucken eine Minute. Ich lebe davon, dass ich Zeitungen verkaufe, nicht verleihe. Mensch, ich klau dir doch nicht die Buchstaben. Die bleiben alle da, wo sie sind, okay? Stehst du da drin? Was du da redest. Da ist er noch umgebracht worden, in seinem Hotelzimmer. Bring ich Leute um? Ein Professor Siebach aus Frankfurt. Mit seiner Tochter. Wieso mit seiner Tochter? Fragst du mich das? Wieso frage ich dich das? Ich sag ja nur, was da drin steht. Professor Siebach, angekommen aus Frankfurt mit seiner Tochter. Wir sind ganz komisch. Komisch? Gar nichts ist komisch. Die war nicht im selben Hotel, in einem anderen. Die war mit ihm verabredet und fand ihn. Abgemurkst. Danke. Und, ist jetzt weniger wert? Wo sind Sie jetzt? In meinem Hotel. Ich möchte Ihnen etwas sagen, was vielleicht wichtig ist. Ich bin hier in der Halle und habe einen jungen Mann beobachtet. Jeans, Turnschuhe. Hier ist Derek. Wo ist der junge Mann? In der Halle? Nein, er ist draußen. Er hat ein Fahrrad bei sich, aber er fährt nicht weg. Ich kann ihn von hier aus genau sehen. Wir kommen sofort. Kriminalpolizei, kann ich mal Ihre Papiere sehen, bitte? Wieso das denn? Wir wollen nur wissen, wer Sie sind. Ich habe doch keine Papiere dabei. Brauche ich Papiere, um Fahrrad zu fahren? Stellen Sie sich an die Wand, Arme hoch, Beine auseinander. Wieso das denn? So, drehen Sie sich um. Zeigen Sie den Inhalt Ihrer Taschen. Können Sie mir sagen, wonach Sie suchen? Oben. Kommen Sie mit ins Hotel. Wieso das denn? Kommen Sie bitte. Können Sie mir sagen, was ich verbrochen habe? Sagen Sie mir das gefälligst. Habe ich was verbrochen? Wieso, wen suchen Sie denn? Wir suchen den Mann, der gestern in einem Hotel hier in der Stadt nach Professor Siebach gefragt hat. Hat sie in die Sprache verschlagen?
Ja, hat es. Wer ist denn Professor Siebach? Mann, oh Mann. Sie sagen mir da einen Namen, mit dem ich nichts anfangen kann. Absolut nichts. Tut mir echt leid. Ja. Ja, das ist der Mann, der gestern kurz vor 3 Uhr nach Professor Siebach fragte, der um 1.30 Uhr mit dem Zug aus Frankfurt angekommen ist. Ich fragte ihn noch, was er von Professor Siebach will, aber das wollte er nicht sagen. Dann habe ich ihm die Zimmernummer gegeben, um hinauf zu telefonieren. Und? Haben Sie mit Professor Siebach telefoniert? Mann, Mann, was Sie da erzählen. Telefoniert. Wieso denn telefoniert? Wissen Sie was? Ich sage jetzt überhaupt nichts mehr. Und dass ich überhaupt nichts mehr sage, hat überhaupt keine Bedeutung. Und schon gar nicht die, die Sie sich denken. Also bei mir ist jetzt Funkstille. Dann kommen Sie mal. Bitte. Setzen Sie sich. Kommen Sie bitte. Haben Sie eine Zigarette für mich? Ja. Bitte. Danke. Und Feuer? Ist das der Mörder meines Vaters? Das glaube ich nicht. Ja, aber woher weiß er, dass mein Vater um 1.30 Uhr mit dem Zug aus Frankfurt angekommen ist? In welchem Hotel er absteigt und er hat nach seiner Zimmernummer gefragt. Wozu? Schon gegessen heute? Wieso gegessen? Wollen Sie mir was zu essen geben? Okay, okay. Geben Sie mir was zu essen. Ich habe seit Tagen nichts Anständiges im Magen bekommen. Aber wenn Sie glauben, ich könnte Ihnen was sagen, das ist ein Irrtum. Und es wäre gut, wenn Sie mir das glauben würden. Linseneintopf mit Wiener. Lust auf Linseneintopf mit Wiener? Okay, Linseneintopf mit Wiener. Das war mal Linseneintopf mit Wiener. Danke. Nur dieses Bier? Okay, ein Bier. Aber ich sag's Ihnen gleich. Was Sie sich da vorstellen, das funktioniert nicht. Zwei Bier, ne? Setzen wir uns her. So. Und jetzt hören Sie mir einmal genau zu. Ich weiß inzwischen, wer Sie sind. Alfred Kochen. Sie nennen sich Ali, nicht wahr? Zweimal bestraft wegen Handtaschendiebstahls. Also, Sie sind ein ganz kleiner Gauner. So, bin ich das. Und das wissen Sie? Ja, das weiß ich. Und der Mord an Professor Siebach, der hat ganz andere Gründe. Da passen Sie nicht rein. Da passen Sie aber wirklich überhaupt nicht rein. Da geht's um Millionen. Wie verstehe ich das denn? Das ist doch dann gut, oder? Ist es nicht gut? Nee. Das ist für Sie nur gut, wenn Sie uns erklären, woher Sie Professor Siebach kennen. Und woher Sie so genau wussten, mit welchem Zug er ankommt und in welchem Hotel er absteigt. Ich hab's irgendwo gehört. Irgendwo. Ganz zufällig. Wo gehört? Wo gehört, wo gehört? Ich sag's doch irgendwo. Gut, was gehört? Ich komme da nicht raus, oder? Nee, da kommen Sie nicht raus. Die Sache ist so. Ich habe das ganz zufällig gehört. Ein paar Leute haben darüber geredet. Die hatten keine Ahnung, dass ich zuhörte. Und da habe ich das alles gehört, den Namen Professor Siebach, dass er mit dem Zug kommt um 1.30 Uhr und in welchem Hotel er absteigt. Und dass man ihm was wegnehmen will. Papiere. Und das mit Gewalt. Sodass er nichts mehr sagen kann.
und dass das Ganze 2 Millionen wert ist. Gut. Ach, was gut? Sie können mir glauben, das ist wirklich so gewesen. Kann ich jetzt essen? Ich habe noch eine Frage. Was wollten Sie in seinem Hotel? Was ich da wollte. Ich habe doch gesagt, dass ich da was gehört habe. Und dass die es tun wollten. Um 3 Uhr. Ich habe mir gesagt, damit hast du nichts zu tun, das ist nicht deine Sache. Also bin ich rumgefahren, wie immer vormittags. Ich habe so meine Tour. Aber ich habe es nicht aus dem Schädel gekriegt. Um 3 Uhr. Und dass da was passiert mit dem Mann. Also bin ich hin. Und habe gefragt nach dem Typen, Professor Siebach. Und dann habe ich rauf telefoniert. Aber er meldete sich nicht mehr. So, mein Junge. Jetzt kannst du essen und trinken. Und du glaubst ihm? Ja. Ja, ich glaube ihm. Ja, aber warum war er vor meinem Hotel? Was wollte er da? Hat er das erklärt? Nicht genau. Aber genau kann dieser Junge gar nichts erklären. Ja, warum denn nicht? Na, weil es ihm einfach nicht gegeben ist. Er ist sich gar nicht klar darüber, was er tut. Nicht über das, was er falsch macht, nicht über das, was er richtig macht. Er wollte ihren Vater warnen, das steht fest. Und danach wahrscheinlich auch sie, weil er irgendwie mit dieser Sache zu tun hat. Auch mit ihm. Ja, weil das hilft uns doch alles nichts, wenn er nicht sagt, wo und von wem er das gehört hat. Na, kriegen wir schon noch raus. Ich kann doch jetzt gehen, oder? Ich bringe sie. Da werden wir. Ich werde mich dann auf die Socken machen. Kann ich nicht? Sie wollen doch noch was von mir, oder? Ja, und du weißt doch was. Es ist doch so. Wenn ich was sage, dann bin ich in irgendwas drin, wo ich nicht mehr rauskomme. Das ist doch Unsinn. Du hast dein Menschenleben retten wollen, ohne dass es dich was angeht. Wieso? Jeder Richter, jeder Staatsanwalt, der wird dir das zugutehalten. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Zugutehalten? Wenn ich dazu mal was sagen darf, zugute gehalten wird einem gar nichts. Ich will nicht mehr in den Knast. Sag, was los ist. Ja, bitte, wer ist da? Kriminalpolizei. Kriminalpolizei, ist etwas passiert? Bitte, würden Sie mal öffnen? Ja, ja, natürlich. Grüß Gott, erlauben Sie, dass wir hereinkommen. Bitte. Danke. Es geht um Ermittlungen im Zusammenhang mit einer Straftat. Eine Straftat? Einen Mordfall. Mordfall? Wie bitte? Wenn Sie bitte weiterkommen wollen. Danke. Ich hole meinen Mann. Ist das das richtige Haus? Ja. Da oben war ich und habe Blut und Wasser geschwitzt. Mhm. Fries ist mein Name. Derek. Was höre ich? Kriminalpolizei? Ermittlungen in einem Mordfall? Ja. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Wollen wir uns nicht setzen? Ach, das wird nicht nötig sein, so lange dauert es nicht. Sie sind der Besitzer des Hauses? Ja. Seit wann? Seit 12 Jahren. Bewohnen Sie das Haus allein? Mit meiner Frau. Ach, es gibt da gar keine anderen Bewohner. Ich meine, jemand, der das Recht hätte, hier ein- und auszugehen. Nein. Darf ich die Frage auch an Sie stellen? Aus- und einzugehen? Ja, mit einem Schlüssel für das Haus. Jetzt sollten Sie uns erklären, was diese Fragen bedeuten. Wo waren Sie vor 3 Tagen? Nachts. So, waren Sie mal gegen 11 Uhr. Ist das ein Verhör? Ja, und ich stelle die Fragen an Sie, stelle sie an Ihre Gattin. Wir sind erst gestern von einer Reise zurückgekehrt. Wir waren in Brüssel. Ich habe zuweilen in Brüssel zu tun und habe dieses Mal meine Frau mitgenommen. Wieso ist das wichtig für Sie?
Vor 3 Tagen haben 3 Männer hier in diesem Raum einen Mord verabredet, der dann vorgestern begangen wurde. Und zwar an Professor Dr. Siebach. Kennen Sie den Namen? Ist er Ihnen bekannt? Absolut nicht. Darf ich mal wiederholen? Hier in diesem Haus, in diesem Raum, sollen sich 3 Männer getroffen haben, um einen Mord zu besprechen? Ja, ja. 2 Männer, die sich offenbar hier sehr gut auskannten, sie taten, als ob sie hier zu Hause wären, warteten auf einen Dritten. Darf ich fragen, woher Sie wissen, dass sich hier 3 Männer getroffen haben? Wer ist dieser Mann? Okay, okay, sagen Sie es ihm. Ich habe das Ganze gesehen. Gesehen und gehört. Ich war da oben. Und wenn Sie wissen wollen, wie ich reingekommen bin, durch ein offenes Kellerfenster. Ein Einbrecher, der Ihnen eine so wilde Geschichte erzählt. Ja, ein Einbrecher, der uns die Geschichte erzählt hat. Und die Sie glauben? Nein, warten Sie, die ich überprüfe. Ich darf Ihnen Folgendes sagen. Wir waren vor 3 Tagen in Brüssel. Niemand hat einen Schlüssel zu diesem Haus. Absolut niemand. Und niemand kann hier aus- und eingehen. Der Mann erzählt Märchen, wenn er überhaupt in diesem Hause war. Glauben Sie das? Ja, das glaube ich. Er hat mir dieses Haus, speziell diesen Raum, ganz genau vorher beschrieben, so wie er ist. Dann erstatte ich Anzeige gegen diesen Mann wegen Einbruchs. Nehmen Sie diese Anzeige entgegen? Dazu bin ich verpflichtet, aber vielleicht überlegen Sie sich das noch. Es fehlt hier nichts. Sie können mich jetzt nicht einfach wegschicken. Sie müssen mir jetzt sagen, glauben Sie mir oder glauben Sie mir nicht? Da meinen Sie auch, dass ich spinne? Ich spinne doch nicht. Gut, ich erzähle manchmal Geschichten. Ich habe schon vielen Leuten Geschichten erzählt, aber doch nicht solche. Keine Sorge, ich glaube dir jedes Wort. Sie wollen mich nicht reinlegen? Nee, nee. Wissen Sie, irgendwie bin ich es gewöhnt, dass ich Leute reinlege, dass Leute mich reinlegen. Jedes Wort glauben Sie mir, haben Sie gesagt? Ja. Weil du eine solche Geschichte gar nicht erfinden kannst. Nicht wahr? Kann man gar nicht. Ich kann das nicht. So viel habe ich doch gar nicht in meinem Schädel drin. Und? Wie geht's jetzt weiter? Ja, wir werden die Leute, die wir jetzt kennengelernt haben, überprüfen. Gut. Jetzt sind auch mal andere dran. Ali, ich habe dich gesehen. Mit wem hast du denn da gesprochen? Jetzt muss ich aber lachen. Ich denke, du hast einen Blick dafür. Hä, Demmert? Das war ein Kriminalbeamter. Bist deppert? Nee. Und jetzt verzieh dich. Nein, es hat sich nichts ergeben. Es lebt ein Ehepaar im Haus, das gerade aus Brüssel zurückgekommen ist, mit dem Namen Fries. Den gehört das Haus. Sagt Ihnen der Name etwas? Nein, überhaupt nichts. Der Mann ist Agronom oder so etwas. Und das Ehepaar sagt, dass keiner außer ihnen einen Schlüssel zum Haus hat. Na, und dieser junge Mann, dieser Taschendieb, soll der das alles erfunden haben? Wir sind sicher, dass er die Wahrheit gesagt hat. Gut. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Wiederhören. Hier ist die Nachricht aus Brüssel. Das Hotel und die Fluggesellschaft bestätigen die Aussagen von Fries und seiner Frau. Büro Derrick. Frau Fries hier. Hören Sie, mein Mann und ich haben hin und her überlegt, aber wir können die Sache nicht einfach übergehen. Wie meinen Sie übergehen? Na, den Einbruch bei uns. Wir erstatten Anzeige. Wir benötigen den Namen des jungen Mannes, den Sie uns da vorgestellt haben. Der Name? Der junge Mann heißt Alfred Cochem. Aber es ist Ihnen doch gar nichts gestohlen worden. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Frage, ist der junge Mann nicht gleich verhaftet worden? Nein, dazu bestand kein Anlass. Ja, hat er denn einen festen Wohnsitz? Wo wohnt der denn? Ja, festen Wohnsitz? Er hat ein Zelt auf dem Campingplatz in Thalkirchen. Und Sie haben keine Angst, dass er Ihnen davonläuft? Gar keine. Besten Dank. Stefan, gut, dass du kommst. Wir haben die ersten Informationen über das Ehepaar Fries. Der Mann ist Genetiker, Experte für Landwirtschaftsfragen. Polizeilich völlig sauber. Das Ehepaar ist gestern aus Brüssel zurückgekommen. Und der Mann hat einen ausgezeichneten Ruf. Mhm. Guten Abend. Guten Abend. Man hat mir da vorne gesagt, wo ich Sie finden kann.
Ich habe inzwischen erfahren, welche Rolle Sie bei der ganzen Sache gespielt haben und dass Sie meinem Vater helfen wollten. Hat man Ihnen das gesagt? Ich möchte mich dafür bedanken. Wieso denn? Kann ich Sie zu einem Schoppen Wein einladen? Mich einladen? Es gibt nichts, was ich dagegen hätte. Wohin denn? Ich habe ein Taxi da stehen. Okay. Ich habe einen Freund, dem möchte ich nur schnell Bescheid sagen. Ich gehe noch aus. Wer ist denn das schon wieder? Mach den nicht ins Hemd. Ich bin gerade eingeladen worden. Spinner. Guten Nacht. Nacht. Übrigens, Frau Fries hat angerufen. Sie will unbedingt den Ali anzeigen wegen Einbruch. Er hat sie gefragt, ob wir ihn festgenommen haben. Er hat sicher keinen festen Wohnsitz. Sie hat nach seinem festen Wohnsitz gefragt? Ja. Hast du ihr gesagt, dass er auf dem Campingplatz in Thalkirchen ein Zelt hat? Ja, ich habe ihr gesagt, er läuft uns da nicht weg. Ich fürchte, unser Tag ist noch nicht zu Ende. Wie ist der Name? Ja, ja, ich habe verstanden. Tja, ich kann eine Durchsage machen. Über Lautsprecher. Aber wir tun das sehr ungern um diese Zeit. Es ist absolut wichtig. Okay. Ich mache eine Durchsage. Mensch, ich hätte dran denken müssen. Ja, ich auch. Herr Alfred Kochem wird dringend ans Telefon gerufen. Ich wiederhole. Herr Alfred Kochem, bitte dringend ans Telefon. Hallo? Ja? Tut mir leid, es meldet sich niemand. Was machen wir? Leg auf, wir fahren hin. Danke. Also, war echt ein schöner Abend. Ehrlich. Und ich sage, wie ich es meine. Okay? Okay. Kommen Sie gut nach Hause. Gute Nacht. Gute Nacht. Los, aufstehen! Aufstehen, umdrehen! Mann, ich habe schon die Engel singen hören. Das ist der Mann, der Mörder.